Hey Leute und willkommen zurück bei Sniper Elite 4. Wir müssen noch ein bisschen was erledigen, bevor wir uns dem Hauptziel zuwenden. Und ich glaube, ich müsste erstmal wieder irgendwo einen erhöhten Punkt finden, vielleicht hier oben, um die Gegend abzuchecken, denn die letzte Folge war nicht so erfolgreich. Eigentlich gar nicht, wobei die beiden, die hier angerannt kamen nach dort unten, die waren wahrscheinlich hier oben. In diesem kleinen Posten. Wir müssen nämlich da hinten hin, 190 Meter, einen der anderen letzten überbleibenden drei Offiziere noch töten. Hatte ich nicht für die? Okay, da steht jetzt schon Repetierunterschall. Gewöhnliche Munition, wieso kann ich hier die Munition nicht wechseln? Ich weiß es nicht. Naja. Könnte ich auch explodieren lassen, okay. Okay, ich kann ja nicht so leicht irgendwie hochklettern, schade. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber. Was? Okay, ich wollte mich eigentlich gerade umschauen, wo ich Feinde finden kann, aber okay, die werden mir jetzt auch nicht mehr angezeigt. Gerade hatte ich zwei Punkte gesehen unten auf der Minimap. Da hinten läuft einer rum. Ist noch einer. Ah, dort hinten. Da war einer, hier war noch ein zweiter, hatte ich gerade gesehen. Da kommt er wieder. Ich kann auch die normale Munition mal nehmen, allerdings vielleicht eher bloß, wenn wir wieder so eine Übertönung durch die Flugzeuge haben. Das würde ich gerne mal probieren. Die müssten gleich wieder kommen. Die kommen doch irgendwie einmal die Minute oder einmal alle 2 Minuten. Mist, wo ist er hin? Schauen, ob das geklappt hat. Augenschüsse. Mann, ey, schon wieder. Okay, das scheint funktioniert zu haben. Oder? Der hat es jetzt natürlich mitbekommen, das war mir klar. Da hinten sind auch noch welche.
Gott, ey, ich weiß nicht, ob ich die Kamera nicht ausschalte. Ich gucke es mir noch ein bisschen mit an, aber das finde ich schon ganz schön heftig. Na, komm vor. Da ist er jetzt hinterm Baum. Die verstecken sich ganz gut, finde ich. Jetzt. Durchs Gehirn. Okay, jetzt kommen die von überall angerannt. Da unten, da schleicht noch einer rum. Zielexperte. Wir müssen ja da hinten hin. Was gibt es denn hier unten noch? Okay. Wir könnten vielleicht da außen rum ein bisschen rumschleichen. Vielleicht komme ich da hoch irgendwie auf diesen Vorsprung von dem kleinen Hügel. Nicht so einfach über den Holzzaun, nur über die kleinen Steinmauern. Das ist der Anfang. Scheint nur der eine zu sein. Och, komm. Okay, kann ich sogar überspringen. 4 Schuss habe ich noch mit meiner Lieblingsmunition bisher. Schade, ich habe vorhin die zwei Leichen nicht gefunden. Ach so. Die eventuell noch so einen Brief oder irgendwas dabei haben könnten. Aufnehmen. Ach doch, haben wir doch mal Gewehr Ultra Unterschallmunition gefunden. Super. Briefe aus der Heimat, 2 von 5. Lieber Günther, ein frohes neues Jahr, mein Schatz. Ich habe eine wundervolle Nachricht für dich. An Heiligabend hat deine geliebte Tanja, dir einen gesunden und munteren Jungen geschenkt. Aber das arme Lamm hat keinen Namen. Tanja sagt, ihr könntet euch nicht einigen. Er ist eine Woche alt und hat keinen Namen. Schreib uns bald und beende diesen unsäglichen Zustand. Wie du dir denken kannst, freue ich mich schon sehr darauf, eine Großmutter zu sein. Dein Vater hingegen glaubt,
Wir sind jetzt alte Leute, natürlich sind wir das. Und du bist jetzt Papa, bitte komm gesund zurück, deine dich liebende Mutter. Bekommt man denn in den Leveln gern mal bessere Waffen und Munition oder ist das eher nichts, was man so finden kann? Okay, da hoch komme ich vielleicht gar nicht. Vielleicht sehe ich hier noch ein paar Leute. Da, die beiden habe ich schon. Da ist noch einer. Zielwasserziel. Nicht alles täuscht, haben wir da schon einen übersehen. Zielwasserziel, Steinadler. Okay, ich glaube, ich hatte schon mal irgendwo einen gesehen, aber ich hatte da nicht mit gerechnet, dass der was hat oder dass der zu was zu gebrauchen ist. Aber der hat gerade kurz geblinkt. Gut, die dürfen ja alle bloß auf den Türmen drauf sein. Da können wir bestimmt noch mal bei dem anderen vorbei. Ich überspringe das mal. Shit. Gut, der hat gesessen. Immer noch 150 Meter bis zum Ziel. Okay, aber ich glaube, dass hier oben war es. Briefe aus der Heimat. Ne, Briefe in die Heimat. Okay. Lieber Jost, ich hoffe, du kümmerst dich anständig um Mutter und Vater. Du hast mich gebeten, dir auch mal zu schreiben. Also bitte, hier kommt dein ganz eigener Brief. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dass ich wieder nach Hause komme. Man hat uns gebeten, einen Abschiedsbrief an Freunde und Familie zu schreiben, falls uns etwas zustoßen sollte. Aber das ist nichts für mich. Das wäre wie aufgeben. Und um deine zweite Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dass der Krieg bald ein Ende hat. Ich kann dir nicht viel sagen, aber wir haben einen Ass im Ärmel, mit dem wir die Amis und Tommys schon bald in die Knie zwingen werden. Danach können wir uns zusammentun und uns die roten Köpfe vorknöpfen. Guter Plan. Jedenfalls, mach mir keinen Ärger, kleiner Bruder, wir sehen uns bald wieder, Viktor. Da, Unterschallpistolenmunition, oder ist das hier halt... Ist das hier gar keine Pistole? Was ist das denn? Stolpermine, S-Mine, Tellermine, TNT? So, dann mal rauf auf den Posten. Da ist wieder ein Generator. Okay. Ach, warte mal. Ich kann doch unter Umständen die Leute noch looten. Schade, dass da nicht mal nochmal so ein kleines Kreuz unten auf der Karte links ist. Dass ich vielleicht nochmal sehe, wo ich die abgeschossen habe. Naja, gut. Nicht weiter schlimm.
ist noch einer. Okay, aber mehr sehe ich jetzt auch gar nicht. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Ich habe gedacht, er hält sich unten an der Kante fest, weil da nochmal so eine gelbe Leiste war und klettert darunter und springt nicht einfach die 5 Meter. Mann, ey. Kacke. Schätze, ich habe alles eingesammelt. Ja, okay, da liegt er noch tot. Na gut, das speichert dann anscheinend echt bei jedem kleinen Schritt, den man macht. Ah ja, da hinten kommt das nächste Ziel. Der nächste Offizier. Briefe in die Heimat. Bergluft. Lieber Vater, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Das mit Herrn Binger und seiner Familie tut mir leid. Das waren brave Leute und so etwas hatten sie nicht verdient. Wenigstens war es ein schneller Tod und sie haben nicht leid und sie haben leiden müssen. Die Engländer und ihre Bomben sollen verflucht sein. Wie sehr mir die gute Bergluft fehlt. Wie auch immer, ich muss jetzt Schluss machen. Wir erwarten hohen Besuch und müssen uns darauf vorbereiten. Dein dich liebender Sohn, Erhard. So, wen haben wir denn da unten alles? Ja, da stehen ja schon ein paar mehr rum. Was denn, was denn, was denn? Ach, da unten, echt jetzt? Du Arsch. Ist aber noch einer irgendwo. Ich sehe es bloß nicht. Okay, dass die mich von da unten jetzt mitgekriegt haben. Hehehe. Jetzt sind sie da unten natürlich auch in Aufruhr. Das ist nicht ganz so geil. Ey, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee, nee, nee. Nichts wie runter. Ich habe aber immer noch die Unterschallmunition drin. Da kommt einer. Mann. Kacke, 3 Schuss, ey. Du suchst aber lange. Unterschallgewehrmunition. Okay, die findet man anscheinend schon regelmäßig. Da bin ich ein bisschen froh. So. Hey, ist er das nicht? Was haben wir denn da? Hallo, Herr Offizier. Da ist noch einer. Da ist noch einer.
Ich würde ja gern. Der dort stört mich gerade. Können wir mal den hier unten erledigen. Fuck. Ach, Gott sei Dank. Oh, er lebt noch. Shit. Huch. Okay, für Laste zerstört gibt es auch Punkte. Kettenreaktion, Sprengstoffkill. Ja, ich denke, das war's. Also den Typen haben wir auf jeden Fall erledigt. Den Offizier. Den anderen jetzt auch. Ich heile mich jetzt einfach mal. Zack. Na gut, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Fehlen noch zwei Offiziere und der Hauptboss, Kommandant Schmidt oder wie er heißt. Oh, da explodiert noch was. Gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und haut rein. Ciao.